Und was finden wir? Oh. Oh, ich muss auf Toilette, Mensch. Ein Labor. Oh. Stimmt doch was nicht. Was hab ich denn gedrückt? Huch. Belle ist im Labor. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. Null, so moin. Wieso AK, wenn du es Army bist? Das funktioniert nicht. Verabreiche 1 Milliliter Adrenalin. Weil ich mir gerade die AK geklaut habe. Das sind also diese außerkörperlichen Erfahrungen, von denen Weed Cobra immer spricht. Man kann sich also quasi sehen. Oh ja, okay. Was? Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Man muss Vertrauen aufbauen, indem man eine gemeinsame Geschichte kreiert. Wir haben eine Mission. Wir haben eine Mission. Noch eine Dosis. Wir bleiben weiter bei Szenario Nummer 1. Belle, wir haben eine Mission. Das würde ich nicht empfehlen. Ich habe dich nicht gefragt. Ich muss doch schon so eine Augen haben. Also die haben doch schon so viel da reingespritzt. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Ja, ihr Schweine! Ja, Granatwerfer! Richtig langweilig! Scheiß doch auf den Granatwerfer. Nein! Jungs, pushen! Also geht die Situation ein sehr gutes Aim, du. Alle tot, yeah! Na, wie lange darf ich das noch machen? Ob ich jetzt wieder, den anderen Weg gehe? Das werden die doch bestimmt unterbinden, oder? Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Hör auf, dich gegen mich zu wehren, Bell. Geh nach rechts. Geh zurück und nimm den rechten Weg zum Bunker. Warum bist du jetzt so, Edler? Hey! Nimm die Seilrutsche runter zum Fluss. Bell, geh zurück zur Seilrutsche. Der Bunker ist in den Höhlen. Geh schon. Warum denn? Jetzt muss ich aber wirklich. Glaube ich. Oder? Was hier? Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten.
Prächtags. Ey, du! Und du! Ruhe! Ist das hier so ein Spa? So ein Erholungsort? Wo geht's denn hier hin? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Excuse me! Rechts, links, rechts, links, rechts, links! Das ist doch Spätzenatz hier, oder? Oi! Schrofel, der macht echt Spaß in dem Game. Bogen brauche ich keine Sau. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Als ob du mich verarschen willst und da so ein... Wem willst du die Scheiße erzählen? Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf. Ey, Adler, ich töte dich gleich, du blöde Drecksau. Warum bist du nur so ein blödes Schwein, ey? Ich muss übrigens... Ich will das ja gar nicht jetzt ansprechen, ne? Aber ich muss echt mal auf Toilette kurz. Machen wir kurz eine Pause? Ich mach kurz mal Pausescreen an, ja? Vergiss es. Ruhe. Ich muss kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Ich glaube, wir öffnen die Tür. Wir öffnen die Tür. Park, gib Bell noch eine Spritze. Wie viel denn noch? Das könnte tödlich sein. Bells Herzfrequenz ist bereits... Tu es! Sofort! Money! Herzfrequenz steigt extrem. Ich weiß nicht, wie lange Bell das noch aushält. Gut, der Körper stabilisiert sich. Die Herzfrequenz sinkt. Geh durch eine Tür. Okay. Warum wieder runter alles? Ja, oben da. Warum fliege ich? Auf dich im Kreis zu drehen. Was machen wir hier? Auf meine Zeit mit diesem Flur zu vergeuden. Ja, Bagger, wenn du mich nicht so voll pumpen würdest mit Acid und Kokain und alles gleichzeitig mir in mein Auge spritzen würdest, würde ich vielleicht ganz klar kommen und einen normalen Weg gehen. Aber ich bin voll mit Acid und Kokain, du Arsch! Im Auge! Wir irgendeine Tür öffnen? Bagger, willst du mich jetzt verarschen? Ah.
Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Na, Laboren. Bell labort. Ich glaube, dann doch lieber FIFA-Packs öffnen, bevor wir sowas unseren Kindern zeigen. Oder was sagt ihr? Bell, vergiss das Scheißlabor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Ja, ist ja okay. Genossen, die USA und ihre Verbündeten. Verzögerung. Ja, und jetzt? Was ist denn? Ah, hier. Ah, hier, Perseus. Wir kennen uns seit Jahren. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Wir machen eine Mission. Überlebt Bell noch eine Runde? Jetzt willst du meine Meinung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell, geh jetzt in den Bunker. USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle. Zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Ah ja. Hier drüben. Hier liegt noch jemand. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen, ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet.
und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Bell. Hä? Was? Weiß ich noch nicht, Simbel. Er kommt zu sich. Twitch Prime. Bell, keine Spielchen mehr. Bester Mann. Was hat Perseus gesagt? Wo ist er? Was passiert? Was du jetzt durchmachst, ist nichts verglichen mit dem, was du erleben wirst, wenn du nicht langsam kooperierst. Sag mal, Adler, ist... Also... Bullshit ist alles, was von deinem Leben bleibt, wenn du nicht auspackst. Sag uns, wo Perseus ist. Wir gaben dir eine zweite Chance, als du am Arsch warst. Jetzt wollen wir im Gegenzug deine Hilfe. Bell, du warst einer von Perseus' Agenten. Sein Partner Arashka Divar hat dich auf der Rollbahn in der Türkei verraten und wollte dich töten. Oh ja. Wenn das Flugzeug Trabzon verlässt, macht es halt in Duga. Das weißt du. Was du nicht weißt, Perseus wird nicht dort sein. Keiner dieser Söldner wird Duga lebend verlassen. Wir lassen ihre Leichen im Wald zurück. Dann bringen wir die Waffen zu Volkov in Berlin. Von da aus fliegen wir nach Solovetsky. Für dich habe ich andere Pläne. Perseus hält zu große Stücke auf dich. Ich kann keine Konkurrenz gebrauchen. Wir waren dort. Wir fanden dich, nachdem alles vorbei war. Aha. Die CIA hat dich neu erfunden, Bell. Wir mussten dir eine neue Identität geben, um die alte zu ersetzen. Hudson hielt es für einen Fehler, einen Ex-KGB-Agenten aus dir zu machen. Aber das ist nichts Neues. Und als Bonus konnten wir deine linguistischen und kryptografischen Fähigkeiten nutzen. Die Herausforderung war deine Erinnerung. Das MK-Ultra-Programm nutzte Atlas Missionen in Vietnam als Vorlage. Ihr brauchtet ein gemeinsames Erlebnis, eine lebenslange Bindung, um Vertrauen aufzubauen. Sind deine Hände sauber, Bell? Ja. Meine Hände sind aber richtig sauber, weil ich war nämlich gerade richtig schön kacken und hab mir das mit Aquariumseife sauber gemacht. Meeresfrische, Alter! Nein, schätz dich glücklich. Du hattest diese Erinnerungen nur wenige Monate. Ich lebe seit über einem Jahrzehnt damit. Verhöre haben bei dir nicht gewirkt, aber dank der MK-Ultra-Forschung hatten wir einen Plan B. Wenn du glaubtest, du wärst jemand anderes, konnten wir dich dazu bringen, alles preiszugeben. Tja, dann habe ich nur eine einzige Antwort für dich. Warte, ich denke nicht. Du hältst immer noch was zurück, aber wir kriegen es noch aus dir heraus. Wir haben eine Mission. Und rinn ins Auge. Die Kommandophrase hat dich in Schach gehalten, aber wir haben nicht alles gekriegt. Deine innersten Geheimnisse waren immer hinter einer Tür versteckt.
Im Moment wirst du uns vermutlich hassen, was wir getan haben. Du musst verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Was du jetzt tust, hat nichts mit mir zu tun, auch nicht mit dir. Es geht um beschissene Millionen von Menschen. Es geht darum, jemanden aufzuhalten, der sich letztendlich um niemanden schert, außer um sich selbst. Also sag mir, wo ist Perseus? Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Das ist deine Chance, zu bestimmen, wer du wirklich bist. Wo ist Perseus? Ja, da das ein Computerspiel ist und ich auch gerne einfach mal ein richtiges, dreckiges Schwein sein möchte, sage ich dir natürlich, dass ein Duga ist. Sims, hol Washington ans Rohr. Alle anderen ausrüsten, wir brechen auf. Das war die richtige Wahl, Bell. Komm schon, du gehörst zu uns. Jetzt auf einmal, ja? Bagger, ich werde dich jetzt erstmal richtig schön hinterrücks erschießen, du blöde Drecksau. Adler. Gut. Ja. Wir brechen euch nach. Wir werden. Vor 5 Jahren hat der NATO-Geheimdienst ein unbekanntes Signal mit hoher Sendeleistung entdeckt. Das neue Signal sorgte weltweit für Funkstörungen. Und für diverse Verschwörungstheorien. Die NATO hat es zu dieser Einrichtung in der ukrainischen Sowjetrepublik verfolgt. Der Duga-Radaranlage. Ein Überhorizontradar. Ein enormer Fortschritt gegenüber ihrer alten Raketenabwehrtechnik. Und zieht jede Menge Saft. Damit könnten sie jedes beliebige Langstreckensignal aussenden. Wie Zündungscodes für Greenlight-Atombomben in Europa. Wo genau ist das denn? Knapp 100 Kilometer nördlich von Kiew. Zwischen Pripyat und Tschernobyl. Rundherum gibt es kilometerweit nichts als Wälder. Ein perfektes Versteck für Perseus. Wir müssen euch weiter draußen absetzen. Keine Aufklärung, keine schwere Unterstützung. Nur ein kleiner Infiltrationstrupp. Kein Problem. Sag einfach, wo es lang geht. Fer ist in letzter Minute für uns eingesprungen. Ich hatte nie Zweifel. Moonwalker, damit hatte Stay recht. Ich habe gestern wirklich meine Füße eingecremt und saß in meinem Schaukelstuhl mit einer schönen Pfeife. Ich habe nichts gesehen. In Ordnung. Alle beim Tor sammeln. Vergisst du auch wirklich nichts, Bell? Hier ist nichts. Das kann nicht der richtige Ort sein. Wir haben bei uns auch nichts gesehen. Er war's. Er hat uns angelogen. Stimmt das, Bell? Du lockst uns ins tiefste Russland, damit Perseus diese Atombomben zünden kann? Einmal KGB, immer KGB, du Arsch. Bin getroffen. Geh in Deckung. Rein, Händler, wir geben Deckung. Los, hoch mit dir. Bereit für ein bisschen Vergeltung? Jiri! Feuert nicht auf deine Kameraden!
geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Nein, Jason! Du bist tot, Herr! Lass nicht nach! Herr, du hättest dich nicht mit uns anlegen sollen! Steht im Mut! AAA-Titel, by the way. 60-Euro-Titel, Leute. Mein Freund ist hier durchgegangen. Er ist nicht weit, um rauszuspielen. Die Zeit wird knapp. Und auch der Platz. Schön, dass es dich noch interessiert. Gibst du mir Feuer? Keine Hemmungen. Das mochte ich schon immer an dir. Rauchen ist ungesund. Du kennst mein Gesicht, oder? Solowetzki. Bereithalten für Sprengbefehl. Sagt euch nach. Ich finde, du hast dir diesen Moment verdient. Ich wünschte, wir könnten nach Solowetzki zurückkehren und zusehen. Aber das Kapitel ist vorüber. Das nächste beginnen wir gemeinsam. Du warst gut. Und nach all der Zeit, glauben Sie immer noch, ich wäre Perseus. Als ob ein Einzelner allein jemals Perseus sein könnte. So amerikanisch. Wir brauchen eine neue Heimat. Wir überraschen das Zentralkomitee, genau wie die CIA. Auch wenn wir die beste Wahl für unsere Heimat gefällt haben. Nicht. Für die Menschheit. Ihre Augen werden benebelt sein, wie unsere es waren. Komm, es gibt noch viel zu tun. Meine Güte. Wie viele Greenlight-Bomben hat er gezündet? Jede einzelne, Mr. President. Weiß jemand, dass das unsere Bomben waren? Vor einer Stunde wurden anonym Daten über Operation Greenlight veröffentlicht. Vermutlich von Perseus. Wir bekommen Anrufe aus aller Welt. Dieser Schweinehund. Sie und Vizepräsident Bush werden sofort an sichere Orte verlegt. Alles, was auch nur im Ansatz hiermit zu tun hat, soll verschwinden. Für immer. Können Sie das veranlassen? Natürlich. Ist schon in Arbeit. $60-Euro-Titel, by the way. Wir werden Europa brennen sehen.
Das US-Imperium wird unter der eigenen Last zusammenbrechen. Aus einer Welt mit zwei Supermächten wird eine Welt mit einer. Der Sowjetunion. Und wenn die Anführer dieser neuen Ordnung die Gelegenheit vergeuden, die wir ihnen bieten, werden auch sie ersetzt. Qasim Javadi, deine ehemaligen Freunde haben ihn getötet. Egal. Qasim war ein schwaches Glied. Und die Kette darf nicht reißen. Es ist bedauerlich, dass du Anton Volkov töten musstest. Er war unser wertvollster Kontakt in der DDR. Doch vielleicht wird sein Verlust nicht so schwer wiegen, wenn der Westen fällt. Oh, Berliner U-Bahn. Du sagst, Elias Orazulay starb in Kuba. Wir werden ihn nicht vermissen. Er wird unseren Agenten im Nahen Osten nicht mehr in die Quere kommen. Was den Rest angeht, es war ein Vergnügen, sie an deiner Seite zu vernichten. Leider wurde unser wichtigster Agent in den USA, Robert Eldridge, getötet. Unser Spionagering ist intakt. Doch wir müssen uns erholen und eine neue Führung finden. Das Chaos in Europa gibt unseren Agenten bei den verschiedenen Regierungen die Chance, die Zukunft des Kontinents zu formen. Eine, die mit den Interessen der Sowjetunion konform ist. Dies ist nur der Anfang.